ist wieder schon ein Jahr. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir etwas geholt, worauf wir alle ganz lange schon gewartet haben. Und ich will es nicht so spannend machen, ich zeige es euch einfach. Ta-ta-ta-ta-ta. Das GTA 5 Lösungsbuch. Schön, oder? Da werden wir so richtig Spaß haben an dem Spiel. Ach halt, ja, da fehlt ja noch was. Ta-ta-ta-ta. GTA 5 selber natürlich auch. Ja, das ist schon bereits ein internetbekannte Cover. 50 Euro. So, mal gucken, ob die Aktenkamera das hier auch gut hinkriegt. Na, sieht nicht so leserlich aus. Egal, ich lese es trotzdem einfach vor. Online-Multiplayer 2 bis 16 Spieler, beziehungsweise auch Koop 2 bis 16 Spieler möglich. Herunterladen von Inhalten ist möglich. 8 GB zum Spielen, krass, krass, krass. Aber 1080p und ja, Singleplayer natürlich auch, Xbox Live-Sachen und was nicht alles. Ich werde den Spaß jetzt mal aufmachen. Sofern es aufgehen will. Ei, das ist manchmal doch ein bisschen fest zugeschweißt. Aber ich habe eine Ecke offen. Sieht gut aus. Ich lege das Telefon, glaube ich, mal kurz zur Seite. Mit zwei Händen geht es dann doch immer besser. Und das war keine perverse Anspielung. Yeah. Du kannst bestimmt hören, wie es aufraschelt. Ich hasse diese Ecken, die dann manchmal einfach nicht aufgehen. So. Spiel. Da haben wir das Cover. Sind zwei DVDs. Does not make illegal copies of this disc play and disc install. Okay. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Grand Theft Auto 5. Ach, das ist das kleine Nutzerhandbuch. Lizenzen, Gewährleistung und. Fliege das Atomic Luftschiff. Ein Downloadcode. Zum Herunterladen von der Xbox Live. Ein Luftschiff fliegen, das sieht ja interessant aus. Lange die Fähigkeit. Das markanteste und geruhsamste fliegende Fortbewegungsmittel am Himmel über Los Santos zu steuern, gelange mit Hilfe eines Flugzeugs oder Gleitschirms auf das Luftschiff, um Zugang zum Cockpit zu bekommen. Den Code zeige ich jetzt mal natürlich lieber nicht im Internet, sonst hat das einer aktiviert, bevor ich es überhaupt habe. So, und dann haben wir hier, ich werde mal kurz die Saturn-Tüte zur Seite packen und auch das Spiel, eine Weltkarte. Ein Stadtplan. Ich krieg's gar nicht aufgeklappt. Von GTA. Mann, 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 das ist ja riesig. Und auch noch doppelseitig beschriftet. Hier unten ist der Flughafen. Great Ocean Highway. Hier noch kleinere Stadtteile. Cumish und Paleto Bay. Wynwood. Kleine Legende. So, was haben wir hier? Ach, hier ist die Inselkarte und das eben war nur der Stadtplan. Ihr seht, wie riesig das Spiel sein wird. Ich nehme mal an, so eine Art Skyrim, nur dreimal so groß. Ich weiß es nicht, mal sehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mich jetzt sofort ranmachen, ein Video für euch zu machen und werde das sofort hochladen und dann werde ich natürlich ein bisschen länger spielen und euch dann demnächst alles Mögliche zeigen aus dem Spiel, wie meine Eindrücke sind, ob das Spiel so vielversprechend ist, wie die ganze Welt davon spricht und ja, schaut einfach rein und guckt es euch an. Bis später!